voice of worth and sign of music. Einen wunderschönen 2. April, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Gestern war der 1. April und wen habt ihr alles so schön verarscht? Schreibt es mal in die Kommentare. Mein Gag vor gut einem Jahr, also letztes Jahr am 1. April, der ist ja auf ziemlich Kritik gestoßen. 3000 Dislikes und 2000 Likes, aber naja, wer keinen Humor hat, ne? Einige von euch wissen, was ich meine. Aber nun gut, das ist ja schon ein Jahr her. Egal. Ein weiteres Video habe ich hier für euch am Start. Und zwar schauen wir uns ein weiteres gesperrtes Fahrzeug aus dem South San Andreas Supersport Series Update an. Und wie schon gesagt, dieses hier ist ein Sportwagen. Und dieser Sportwagen hält einige Überraschungen für uns bereit, was das Tuning angeht. Ich werde jetzt ein bisschen Musik für euch laufen lassen, weil ich einfach keinen Bock habe und ihr wahrscheinlich auch nicht, dass ich euch während des Tunings die ganze Zeit mit irgendeiner Scheiße voll laber. Im Hintergrund könnt ihr, wie gesagt, das komplette Tuning sehen. Alles, was man an diesem Auto machen kann, werde ich euch in diesem Video zeigen. Es bleibt euch nichts verborgen und wie gesagt, dieses Auto hält an Tuning-Teilen echt eine Menge für uns bereit. Also wünsche ich euch bei dem Tuning hier viel Spaß und danach nicht weglaufen. Danach habe ich natürlich auch noch ein persönliches Fazit zur Performance und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Tuning.
das Tuning hätten wir hinter uns. Ich habe euch gesagt, dieses Fahrzeug hält, was Tuningteile angeht, jede Menge für uns bereit. Und ich finde dieses Fahrzeug, dieses Auto optisch gesehen, einfach nur sehr, sehr geil. Ich finde es einfach nur schade, dass Rockstar Games einfach viel zu selten solche Tuning-Optionen an verschiedenen Fahrzeugen anbietet. Finde ich an dieser Stelle ziemlich schade, weil wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel dieses Design an einem Centorno oder an einem Custom Nero oder sonst irgendwo, würde ich auf jeden Fall schon ziemlich feiern. Oder auch an allen anderen Autos auch. Aber naja, wollen wir uns mal nicht beschweren. Wie gesagt, das Ganze hier ist ein Sportwagen und performance-technisch, was das Handling angeht, ist wieder ein bisschen härter, das Handling. Aber was mir wichtig ist, das Auto bricht nicht sofort aus, was für mich eins der wichtigsten Aspekte ist. Beschleunigung und Endgeschwindigkeit von diesem Fahrzeug sind für einen Sportwagen, ja, mittelmäßig, sag ich jetzt mal. Es gibt langsamere, es gibt aber auch schnellere. Und ich werde natürlich dieses Fahrzeug mit anderen Sportwagen direkt miteinander vergleichen, auch was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Aber dazu kommen wir erst, sobald die Videoserie hier von mir beendet ist. Wenn ich alle Fahrzeuge vorgestellt habe, die noch gesperrt sind, werde ich dann halt anfangen, die Fahrzeuge auf den Prüfstand zu stellen und die exakte Geschwindigkeit herauszufinden. Und ihr kennt das ja mit Sicherheit von mir, mit Hilfe von Mods bekommen wir exakte Daten und genaue Analysen über diese Fahrzeuge. Und das Ganze mache ich, wie gesagt, nicht nur bei diesem Fahrzeug, sondern auch bei allen anderen auch, die wir neu dazu bekommen haben. Und natürlich lasse ich auch noch die neuen Fahrzeuge gegen andere Fahrzeuge antreten. Ihr könnt euch natürlich wieder die nächsten, ja, anderthalb Monate auf, ja, jede Menge Videos von mir gefasst machen. Nun gut, meine Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bewertet das doch positiv, dann weiß ich wenigstens, dass ich das hier weitermachen kann. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du es auch gerne tun. Und wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, aktiviere auf jeden Fall die Glocke. An dieser Stelle würde es mich natürlich noch freuen, wenn du meine Facebook-Seite abchecken würdest. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Lass mir doch auch ein Like auf meiner Facebook-Seite da. Ansonsten war es das von mir, meine lieben Freunde. Ich bin raus und sag noch, wir sehen uns in 2 Tagen beim nächsten Video. Ansonsten bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.